Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Star Citizen. Ja, heute sind wir auf der letzten Ausstellung, die aber nicht im Rahmen der Invictus Launch Week ist, sondern Drake macht ja immer so sein eigenes Süppchen. Deswegen ist es auch nicht in den Messeausstellungshallen, sondern am Spaceport in New Babbage. Und ich bin heute sogar zu viert unterwegs, und zwar mit dem Ben, dem Shorty und dem Henkerknecht. Moin. Servus. Und ja, wir gucken uns heute mal die Drake-Messe hier an. Also geshoppt haben wir ja schon. Zu viert. Was? Du bist zu viert oder wie? Nein, ja, ich bin immer zu viert. Ich bin eigentlich zu elft. Kenne ich irgendwer. Das ist, weißt du, das ist 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf. Und so weiter und so fort. Ne? Kennst du den Spruch mittlerweile? Ja, ja. Logisch. Nummer 12 ist im Urlaub. Achso, okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, der hat Reiche, der faule Hund. So. Ja, hier steht ziemlich viele Kuttlassen. So viele Entermesser. Das muss doch voll nach dem Geschmack sein, Sadi. Ja. Ja. Die reinste Schneidwarenausstellung. Mhm. Ich hab zwar eine Cutlass Black, aber die habe ich nur in-game. Ich habe eigentlich, also im normalen Besitz, habe ich nur noch eine Red tatsächlich. Also hier vorne haben wir schon mal die Black. Die sollte eigentlich mittlerweile eigentlich jeder so kennen. Genau. Das Schweizer Taschenmesser unter den Raumschiffen. Ja. Ja, so kann man es wohl sagen, ja. Das ist ja auch wirklich richtig gut, aber dafür halt sucht die nicht alles. Sie ist aber auch nicht schlecht. Also sie ist echt nicht schlecht. Ich meine, hier passt sogar ein Cyclone rein. Zwar mit Anlauf und Spucke, aber er passt. Ja, geht eigentlich sogar. Und viel Vaseline. Nee. Also hier eckst du schon an. Hier eckst du an. Ja, halt ganz, ganz, ganz präzise. Wenn du hier mal drüber bist, dann klappt's. Ja, und du kannst Fracht mitnehmen. Du kannst eigentlich alles... Also, jemand, der sich nicht scheut, da 20, 30 Euro mehr auszugeben, also da rate ich jedem, dass er sich die Cutlass Black holt als Starterschiff. Genau. Hast noch einen Zeitturm mit 2x3, wo ein Mitspieler mitfliegen kann und ballern kann. Alleine ist auch nützlich mit ihren 4x3 Aufhängungen. Also optimal. Persönliche Meinung von mir, ich finde die Freelancer noch ein bisschen besser. Weil die zwei Schilde geben noch ein bisschen mehr Sicherheit, man kriegt ein bisschen mehr Fracht mit. Turm hat sie auch, ja, Waffen hat sie auch, 4 Stück. Aber sie ist nicht so wendig. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Die ist nicht so wendig, ja, aber ja, sie hat halt ein Schild weniger. Sie hat nur ein Schild, deswegen sollte man da wirklich auch Geld reinstecken, wenn man die hat. Ja, und die Freelancer hat ein bisschen den Nachteil, dass sie ein älteres Modell ist vom Entwicklungsstand her. Ist er etwas schmaler, die kriegt keine Fahrzeuge rein. Kriegt halt maximal ein Dragonfly-Bike rein oder ein Motorrad, ja, oder sowas. Ist natürlich auch wieder ein Nachteil. Also ihr seht, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Also einen Rock kriegst du da halt auch schwer rein. Und die Freelancer ist natürlich auch noch ein Stück teurer als die Cutlass. Richtig. Ja, etwas. Hat halt dafür wieder 20 SCU mehr Frachter. Ja, also, und hält auch ein bisschen mehr aus dem Kampf, ja. Also ich muss sagen, also meine erste Wahl wäre die Karten. Meine auch. Ja, doch. Muss ich mit zustimmen. Obwohl ich eigentlich ein Hardcore-Freelancer-Fan bin. Und man kann sie sogar als Dropship einsetzen mit ihren beiden Seitenluken und den Notsitz hinten. Also die ist wirklich, wird so ziemlich alles verwendbar. Oh, hier haben wir dann quasi das richtige Schweizer Taschenmesser, der rote. Naja. Eigentlich Shorty's Liebling, weil mobiler Respawn-Punkt. Ja, ja. Das ist aber nur, wenn er mit mir unterwegs ist. Das stimmt. Ja, Krankenwagen. Hat auch seine Vorteile, vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen First-Person-Missionen macht, dann kann man sich hier wiederbeleben, heilen. Absolut. Genau. Mein Grund, dafür, warum ich die im Moment auch habe. Dafür ist sie richtig gut. Ja, definitiv. Von der Raumstation aus anfliegen, sondern man kann halt direkt vor Ort wieder respawnen. Dafür hast du aber hier keinen Platz für Fracht oder für ein Wägelchen. Ja, aber. Technisch. Ja. Aber Geld machst du damit nicht. Nee.
Nicht, wenn man handeln möchte, nein. Dann haben wir hier noch die Polizeivariante. Tatütata. Auch Schottsadis Liebling, weil er sperrt kleine Schott jetzt mal gerne ein. Ja, also wir haben hier ganz tolle, spezielle Vorrichtungen für Shorties und Co., die sich da drin im Pudel wohlfühlen. Ja, total. Nachdem ihr sie dann als Bounty oder so gefangen habt. Also man sieht schon, hier vorne sind sie quasi alle gleich. Bis auf die hier und die standardmäßige, die haben hier das Geschütz und die Red hat da eine Toilette. Einzige Cutlass mit einer Toilette, die Red. Ja, das ist für die Urinproben. Es ist doch ein Medizinschiff. Stimmt. Genau. Denk doch mal mit. Ja, hier haben wir... Oh Gott, hier haben wir mein fliegendes Zäpfchen. Ich krieg immer Kopfkino, wenn ich das Ding sehe. Aber ja, die Herald, die wunderschöne, hübsche, allgegenwärtige Herald. Ein großes Triebwerk. Ein einziges fliegendes Triebwerk. Ein einziges fliegendes Triebwerk, genau. Ja, eigentlich sind es ja zwei. Naja, der Data Runner. Quasi die Alternative zur Mercury Star Runner, was Data Running macht oder ist, wenn es dann mal ins Spiel kommt. Ansonsten kann sie, glaube ich, nichts. Eine Waffe, zwei Waffen, drei Waffen? Drei Waffen. Drei egal. Ja, drei Waffen. Man muss aber bedenken, die Herald ist ein Small Ship. Also die hat, glaube ich, nur S1-Komponenten. Ja, ich weiß ja. Okay. Die Mercury hat S2-Komponenten, ist also der größere Data Runner. Ja, sie ist tatsächlich sehr halt small von vorne. Der kleine Data Runner und die Mercury ist dann halt schon Medium Data praktisch. Genau. Ja, aber ich bin sie einmal, ich glaube, ich hatte sie auch für irgendwas als, kann das sein, sogar für die Mercury Star Runner als Loner. Ich bin die einmal geflogen und hatte da aus Versehen einen falschen Powerplant eingebaut, bin mit der aus dem Hangar raus und bin direkt wieder runtergefallen wie ein Stein um den Boden. Das war so meine erste, einzigste und letzte Erfahrung mit der Herald. Viel mehr braucht man über die Herald eigentlich auch nicht zu wissen, ganz ehrlich. Mhm. Obwohl ich finde schon wieder so hässlich ist, dass man schon wieder hingucken muss. Ja. Obwohl, ehrlich gesagt, ich habe sie bis jetzt nur einmal, ein einziges Mal, glaube ich, im Burst gesehen. Ja, gut, ja, die wird nicht so häufig geflogen. Die Herald ist halt wie so ein scheußlicher Unfall auf der Autobahn. Da kann ich hingucken, aber nicht weggucken. Richtig. Sie hat ja auch noch kein Einsatzgebiet, davon mal ab. Ja. Deswegen sieht man sie auch nicht im Burst. Die Mercury kann halt Fracht transportieren nebenbei, die Herald kann halt nur Daten transportieren. So, ja, aber nochmal alle drei. Alle drei kut lassen und zwischendrin, beziehungsweise mittendrin, droht natürlich die Caterpillar. Wie der Name schon sagt. Sieht so aus wie eine Raupe. Bitte wo? Da hinten haben wir noch eine Backen hier stehen, wollte ich mal sagen. Stimmt. Rechts von der, und die Display Hall haben wir auch noch. Ja, die Display Hall gehen wir am Schluss rein. Ah ja. Hier haben wir die Buccaneer, genau. Aber die ist auch irgendwie. Großer Frachter. Ja, geh erstmal hier backen hier. Okay. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, die hat fast das gleiche Cockpit, die gleiche Cockpit-Nase wie die Herald. Ja, ähnlich. Die ist halt unter Drag-Style mit viel Streben und so. Ein ist halt günstig zu herzustellen und so. Ja, ist halt, ich glaube, Recycling aus Schrott. Ja. Trifft's am besten. Das ist ja, halt Drake, aber du. Also die ist halt ein bisschen eine Glaskanone, die hat zwar zwei Schilde, aber hält halt nicht viel aus, ist allerdings recht gut bewaffnet mit oben auf dem Rücken Size 4, dann hier, ich glaube zweimal Size 3 war das hier vor den Triebwerken und dann an der Flügelspitze nochmal Size 1. Also insgesamt 5 Waffen, also das ist schon nicht allzu schlecht. Ja, von der Bewaffnung her macht die eine Super Hornet auf jeden Fall. Schnell ist er, wendig ist er, also wer mit ihr umgehen kann, der kann noch was austeilen. Okay. Austeilen ja, einstecken nein. Genau, sag ich ja, Glaskanone. Trotz zwei Schilder halt. Ja. So, dann lass mal zur dicken Caterpillar gehen.
Ja, die leider eigentlich tot ist. Ja, die Starlifter hat sie jetzt komplett gekillt. Ja, leider. Weil irgendwie ist halt ist leider nur wirklich tot, ja. Wirklich nur für Fracht nutzbar momentan. Man hat keine Möglichkeit, mit Fahrzeugen raufzukommen. Außer vielleicht mit Dragonflies oder so, mit Schwebebikes. Ja, selbst dafür ist die Stufe, glaube ich, sehr hoch. Ja, und dann, genau, und auf der Seite hat man halt auch den Laufgang, der im Weg ist, also ist sowieso schwierig, dann kommt man von der anderen Seite aus rein. Das ist nicht einfach. Das Problem ist halt das, wenn die momentane Vermutung der Community stimmt und die Caterpillar keine Module kriegt, wie es ja ursprünglich mal hieß, dann ist das hier quasi, so leid es mir tut, ein totes Schiff, weil jo. Sie kann nichts, sie ist nichts und es gibt bessere Alternativen. Mhm. Wenn es so bleibt, muss ich immer dazu sagen. Stimme ich zu. Ist die Frage, ob sie vielleicht nicht mal irgendwann eine Nische kriegt, in dem Sinne, dass der Preissprung in-game zwischen der, keine Ahnung, der Taurus, wenn sie dann kommt, und einer Hercules so groß ist, dass die als Zwischenstück da reinpasst. Und das ist eigentlich schon der Fall. Die ist ja in-game momentan schon recht günstig zu haben, hier, die ja. Caterpillar. Die ist doch ja. Schon die Mitte quasi zwischen den zwei. Also die ist günstiger, die ist um fast die Hälfte günstiger wie eine 600i. Sie muss aber auch günstiger sein, weil sie hat ja auch als Frachter nur eine eingeschränkte Funktionalität, weil du kriegst ja keine Fahrzeuge rein. Genau. Selbst wenn diese Seitenklappen absenkbar sind irgendwann mal, das ist für ein Fahrzeug zu klein. Yep. Kriegst du maximal einen Cyclone rauf. Alles größer Cyclone, Richtung Ursa Rover oder so, da wird schon eng. Was ich mir noch vorstellen kann, wenn der Traktorstrahl irgendwann mal funktioniert, dass man dann vielleicht in den bei den Schrottsammlern noch irgendwie was machen kann, dass quasi draußen einer ist, gestrandete Schiffe oder defekte Wracks zerschneidet und man dann den Schrott irgendwie in den Laderaum kriegt. Das ist im Prinzip auch ihre Aufgabe. Also, die hat ja links und rechts Traktorstrahlen und die soll halt um all Fracht aufnehmen. Deswegen ist es dann doch für Piraten so interessant. Quasi weil die Tandem, halt wunderbar auf der Fracht aufnehmen kann. Ja, ein Tandem mit einer Vulture. Das ist eine sehr gute oder so, Idee. Ja. Genau. Und in den ganz uralten Konzepten war ja auch vorgesehen, dass die vorne am Bug bei der Hauptklappe noch eine Rampe bekommt, aber die haben sie leider auch gestrichen. Ich hätte mir halt noch gewünscht, dass sie die noch mit reingebracht hätten. Dann wäre es auch ein bisschen nützlicher. Können wir zumindest ganz, ganz vorne halt noch Fahrzeuge reinstellen. Ja. Ja, weil generell schlecht finde ich die auch nicht. Ich meine, sie hat was. Mhm, ja, die Asymmetrie ist cool und man fliegt sie halt von der Seite. Wie beim Falken sozusagen. Und, also generell ist sie nicht schlecht, aber ja. Das Cockpit oder die Brücke ist praktisch auch ein eigenes Raumschiff, das sieht man ja auch. Hat eigene Triebwerke und eigene Waffen und alles. Und ja, es wäre halt schön, wenn das noch ein eigenes kleines Raumschiff wäre, aber momentan ist es wohl so geplant, dass es nur eine Art Rettungskapsel sein soll. Eine motorisierte Waffe. Ja, schade, es wäre cool, wenn sich das dann so abkapseln könnte. Ja, wieder ankoppeln, ja. Und wieder andocken. Ich meine, mit der Docking-Methode wäre es ja eigentlich möglich sogar. Mhm, genau. Die war ja jetzt schon im Spiel da haben. Die auch direkt wieder. Da wäre sie direkt wieder nützlicher, ja. Ja. Also theoretisch könnte man das ja so machen, dass das Schiff da andocken und abdocken kann. Mhm. Ja, stimme ich zu. So, hier vorne sind wir dann durch, ne? Mhm. Oh, Display haben wir da nicht nur noch. Da sind die Terminals, wo man sich die Sachen nochmal renten kann. Hier mal in der Mitte noch ein kleiner Dragonfly. Ach, Tatsache. Kleines Schwebebike. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Holos hier links. Oder das Holo. Die Kraken. Ui. Nice.
Die Kraken Privateer wird mir auch noch raushängen. Ich bin halt mehr so von der Normale, aber jeder eben dafür. Wo ist denn der genaue Unterschied? Die normale Kraken ist halt ein kleiner Flugzeugträger. Betonung auf klein. Und die Privateer ist quasi ein fliegender Bazar mit eigenen Parkplätzen. Da wurden die Hangars rausgeschmissen und durch eine Shopping Mall, wenn man es so bezeichnen möchte, ersetzt. Genau. Ein Teil vom Frachtraum. Also die Privateer hat einen kleineren Frachtraum, der hat zum Teil durch diese Shops ersetzt wird, während die normale halt einen etwas größeren Frachtraum hat. Dann wäre ich aber auch für die Privateer. Aussage von CIG, kannst du die Shops selber einrichten, wie du sie haben willst. Du kannst die von NPCs, also von NPC-Verkäufern betreiben lassen und dir quasi einen Anteil vom Gewinn einfordern. Ja. Du musst quasi immer nur schauen, dass Nachschub kommt und deine Moneten zählen. Ja, dann wäre ich auch eher für die Privateer tatsächlich. Wie gesagt, die Privateer ist im Prinzip eine Lizenz zum Gelddrucken. Zumal du deine eigenen Parkplätze dabei hast, du kannst dich überall hinstellen im All. Das ist eine mobile Raumstation halt. Es ist eine kleine Raumstation, ein kleiner Handelsposten. Weiß einer, ob die landen kann? Ja, kann sie. Ja, kann sie. Genau wie die Idris. Eins der wenigen Capitals, das landen kann. Okay, was soll die kosten? 2,8 habe ich, glaube ich, gerade im Kopf irgendwo. Könnte hinkommen. Ich habe es nämlich eben gesehen im Shop, aber ich habe es nicht. 2,7, 2,8, glaube ich. Was hat sie denn gerade gemacht? Ist aber schon sold out. Ja, ja, Kraken, die gehen weg wie nichts. Ja, ich glaube, bei der Invictus dieses Jahr waren sie sehr knapp mit allen Beständen. Ja, es war alles wirklich sehr schnell sold out. Ist natürlich die ideale Homebase für Orgas. Ja. Piraten. Auch ja. Und sie hat halt ihr beiden internen Hangars, die man hier auf der rechten Seite sehen kann, und nochmal oben die ganzen Landepads. Also da passen mehr Schiffe rein bzw. drauf als bei der Idris zum Beispiel. Auch wenn sie ihr die Feuerkraft der Idris natürlich abgeht, wiederum. Was, glaube ich, oben zwei Pads für Cutlass-Größe etwa. Und auf der anderen Seite diese noch kleine. Genau, diese drei rausragenden Dinger auf der anderen Seite sind dann nochmal kleine Pads, ja. Und die hatte, glaube ich, sogar noch irgendwo zwei oder drei ganz kleine Pads für Dragonflies und so, ne? Ich glaube, in der Mitte hat sie, glaube ich, auch nochmal irgendwie Parkplatzfläche, wenn mich nicht irre. Ja, ich glaube, die hat drei verschiedene Pad-Größen. Unter anderem eben so ganz kleine für Dragonflies. Achso, dann könnte das in der Mitte ein größeres Pad sein, ja, das wäre möglich. Aber es könnte auch sein, dass sie hier an der Seite sind, hier stehen so drei Zacken raus. Das müssen da nicht zwingend Flügel sein, sondern könnten halt auch. Auf der rechten Seite sind es, glaube ich, eher Flügel. Da ist ja oben eine durchgehende Fläche drüber. Und auf der linken Seite hat es halt diese einzelnen kleinen Flächen. Beziehungsweise rechte Seite, die man sieht. In der Größenrelation müsste man mal gucken. Wenn ich mir die Geschütztürme angucke, könnte man da sogar laufen auf den kleinen Flügeln hier. Theoretisch ja. Der Nachteil ist halt natürlich, wie zu Idris und Co., dass du die Schiffe, die draußen stehen, halt nicht geschützt sind. Außer durch ein Schild vielleicht. Also wenn einer durch den Schild knackt und so, dann sind die Schiffe leichte Beute, die gepackten. Haben Idris und die größeren natürlich Vorteile mit den internen Hangar. Richtig, aber die können nicht so viele mitnehmen, oder? Eben. Nee. Und die Kraken hat, soweit man momentan weiß, keine eigene Medbay. Muss man auch in Betracht ziehen. Oh. Yep. Genau. Also da ist am besten immer eine Cutlass Red im Hangar unten drin haben. Ja, genau. Das ist dann auch nur ein Krankenwagen zum schnellen Wegbringen. Ja, stimmt. Später schon. Aber grundsätzlich ja. Naja, einen Verbandskasten wird man ja irgendwo unterbringen können, bestimmt. Oder man kauft sich für den Shop halt einen Haufen Medpens und so, keine Ahnung. Ja. Da hat man schon mal vorgesorgt. Ja, dann gehen wir mal rüber. Wo die Corsair wartet. Ne, hier ist noch gar keine Corsair, ist sie da hinten? Erstmal die Vulture. Das kleine Schrottsammelschiff, was wir vorhin gemeint hatten. Ah ja, die habe ich schon im Buyback.
Ich auch, schon lange. Schon ja, sehr lange. Ich habe sie als CCU. Ja, ich auch. Ich habe nur CCUs. Ich habe sie aktiv. Also, ist. Als Loner habe ich dafür die Prospector. Genau. Oh, cool. Ist auch cool. Also, die ist nützlich wegen ihr, Melona zurzeit, ja. Und ist halt wie die Prospi halt das Starterschiff, nur im Bereich Salvaging halt statt Mining. Genau. Für eine Person eben. Kann halt vorne mit ihren, vorne an den Auslegern hat sie halt die zwei Laser dran, mit denen zerschneidet sie halt eine Schiffshülle oder einen Schrott halt, den Schrott halt. Und dann sind da halt so Traktorstrahlsegmente oder was auch immer angeordnet da in der Mitte. Und die saugen das dann zum Hauptschiff hin rein. Und innen wird das dann halt, keine Ahnung, wie gepresst wahrscheinlich und dann gelagert. Im Frachtraum. Ja. Im Gegensatz zur Prospi ist der Frachtraum auch begehbar. Wo das dann drin liegt, soweit ich weiß. Ist halt bei allen immer nur so die Frage, wann kommen die Sachen. Ja. Ich stand ja schon zweimal. Gerade das, ich wollte gerade sagen, gerade das Salvage-Gameplay stand halt schon öfter mal. Auf der Liste und wurde immer wieder gekickt, leider. Leider, ja. Ja, ich denke mal in Sachen Gameplay, da braucht man nicht diskutieren, da sind wir alle derselben Meinung, da muss die IG wirklich mal in die Pötte kommen. Langsam aber sicher, ja, die Leute verlangen ja auch danach. Seit über 2 Jahren spielen sie jetzt am Mining rum und bringen da immer wieder neue Features, wo man sich schon denkt, gut, muss sie jetzt nicht unbedingt sein, aber okay. Ja. Die Corsair. Genau. Die Corsair, genau. Mein neuester Flottenzugang. Da habe ich mir eben auch ein CCU noch von gekauft. Ein von der Prospector. Perfekt dazu geeignet, also ein Erkundungsschiff, perfekt dazu geeignet, die Frachträume anderer Schiffe zu erkunden. Jupp. Die ist ein klarer Commerce Raider. Oder um es etwas genehmer auszudrücken, ein überbewaffneter Explorer. So ein Mittelding zwischen Conny Aquila und Conny Andromeda. Ja. Die weniger auf Raketen, dafür mehr auf 4 Size 5 Waffen setzt. Genau. Da habt ihr noch 3 Türme mit jeweils 2x Size 2. Ach ja, 2 Size 4 Waffen hat er auch noch für den Piloten. Also. Genau, hey. Also richtig übel Feuerkraft. Oh ja. Hinten noch ein schöner großer Frachtraum, wo ein Roper reinpasst. Und Einzelkabinen. Schönes Design. Oder interessantes Design durch die Asymmetrie. Ja, also das gefällt mir extrem gut. Ich stehe auf alles, was nicht symmetrisch ist. Das sieht genial aus. Und auch hier wieder. Wann? Jetzt war ich eigentlich froh, dass alle Schiffe da sind, auf die ich gewartet habe. Und jetzt fange ich schon wieder an, auf die nächsten Schiffe zu warten. Das ist doof. Ich schau gerade mal auf die Roadmap. Da steht nichts für dieses Jahr. Haben wir schon geguckt. Guck mal im Progress Tracker, ob da irgendwas zu sehen ist. Weil die wäre auch langsam mal fällig. Medima steht wohl für Ende des Jahres. Die Ares mittendrin. Also laut Roadmap Progress Tracker sind 2 Teams momentan so ein bisschen an der Corsair dran. Okay, das ist schon mal interessant. Also da scheint zumindest mal was in Arbeit zu sein. Ja, das ist doch cool. Ja, ich sag mal, wenn sie jetzt heute ins Verse kommen würde, wäre sie halt eine größere Cutlass. Ja. Jetzt weg, als weg. So in einer Conny halt. Mit einem Frachtraum, der groß genug für einen Ursa Rover ist. Genau. 72 SCU, um ganz genau zu sein. Also nichts Weltbewegendes an Frachtraum, aber ausreichend. Eine schöne große Rampe, kein Aufzug, der rumspacken kann. Genau. Man kommt sogar untypisch für Drake halt diese Einzelkabinen. Also zumindest 3 Stück, so weit bekannt ist. Bietet sowas ähnliches wie Komfort, ja. Ja. Ja, also ein als bisschen Explorer. Halt.
als Explorer macht das schon mal Sinn, wenn da zumindest ein Hauch von Komfort dabei ist, damit die Leute sich nicht gleich an die Gurgel gehen. Aber ich stelle mir gerade vor, mit dem Ding durch ein Asteroidenfeld, das wird spannend. Ja, ich meine, in einem Gefecht, die Flügel sind die ersten, die du zurücklassen wirst. Bauen wir ja, so. Definitiv. Ja. Das ist eine riesen Trefferfläche. Wobei, bei der Bewaffnung muss da einiges kommen, um dich mal eben wegzuholen oder auch mal eben schnell einen Flügel zu kappen. Und dann hast du eine ähnliche Trefferfläche. Die Conny ist ja nur auch relativ groß. Sie ist vielleicht nicht unbedingt breit, aber dafür lang. Richtig. Naja. Raketen und zumindest ein Teil der Waffen hängen halt auch an den Flügeln dran. Ne? Also wenn die Flügel weg sind, dann ja, gut, das ist ungünstig. Das sind allerdings nur die Size 4 Waffen, die an den Flügeln dran hängen. Jo. Also das ist jetzt nicht so und tragisch. Raketen halt, aber ja. Die 4 Size 5 hängen da ja ums Cockpit herum drapiert. Genau. Ja, sieht schick aus. Naja, dann hoffen wir mal das Beste, dass sie vielleicht bald kommt. Also ich fände es schick. Würde ich feiern, wenn die bald käme. Aber ja, das war's dann jetzt auch schon. War ja gar nicht so viel. Oh. War aber trotzdem recht interessant. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr euch mehr informieren wollt über Star Citizen, könnt ihr das gerne tun auf der Seite robotspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren und wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, beides findet ihr in der Videobeschreibung, sowohl den Link zur Seite als auch den Code. Dann erhaltet ihr in-game, wenn ihr euch das Spiel zulegen solltet, direkt 5000 Credits gutgeschrieben anstatt nur 1000. Ja, und ich würde sagen, das war es eigentlich jetzt auch, ne, von der Messe. Jetzt ist ja nur noch das Finale, wo alles nochmal mietbar ist. Richtig, ja. Jo. Von daher würde ich sagen, nächste Messe, IAE im November. Genau. Ja. Ja, dann bis dahin. Zwischendurch kommen sowieso wieder neue Folgen. Habt noch eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Shorty, Ben, Henkerknecht. Gerne. Und gerne. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.